Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Fire Emblem Fates. Wir haben endlich alle Kindermissionen erfolgreich abgeschlossen und das heißt, wir können heute mit der Hauptgeschichte weitermachen. Es tut mir leid, dass ich euch so ein bisschen auf die Folter gespannt habe, aber ich musste genauso warten wie ihr. Ich weiß ja auch nicht, wie es weitergeht und ich bin auch wahnsinnig neugierig, was jetzt passieren wird in Valla. Aber ich wollte unbedingt alle Kinder rekrutiert haben, bevor wir uns ins Geschehen stürzen. Und ich bin ganz froh, dass wir das gemacht haben. Ich habe offscreen noch ein kleines bisschen was gemacht. Ich habe nämlich die Kinder, die so ein bisschen schwächer waren als die anderen, sprich Ophelia zum Beispiel, weil wir die eben erst recht spät geholt haben, die habe ich ein kleines bisschen trainiert. Nicht auf das Niveau von Xander, Ryoma und Co., aber eben auf das Niveau der anderen Kinder, dass sie zumindest mitkämpfen können in den nächsten Schlachten. Und ansonsten habe ich noch was anderes vorbereitet, aber das werde ich euch dann erst erzählen, wenn wir in der Schlacht drin sind. Da haben wir dann auch noch Zeit für. So, schwebende Insel lese ich da auch schon. Es ist verlockend gewesen die ganze Zeit über. Wir haben ja die ganzen Kinderquests gemacht und man startet ja quasi mit dem Cursor oben auf Kapitel 18. Und es war immer so, na, ich will wissen, wie es weitergeht. Also klar, es ist total schön, dass wir jetzt alle Charaktere haben, dass die Hoshiden und die Noren wirklich zusammenarbeiten. Und ich meine, weder Ryoma noch Xander wissen eigentlich, wer der wahre Feind ist. Von daher gesehen, ich würde jetzt mal vermuten, dass wir jetzt wirklich zurückkehren nach Valla und dort dann vielleicht erstmal Klartext reden, dass die überhaupt alle wissen, gegen wen wir überhaupt kämpfen. Aber ich weiß es nicht. Ich lasse mich überraschen. Ich freue mich einfach total, dass es jetzt mit der Hauptgeschichte weitergeht. Kapitel 18 – Hinter dem Schleier. Der Himmel über Hoshido und Noah verfärbt sich. Die Zeit ist wohl gekommen. Svenja, wie sieht dein Plan aus? Nun, wir springen jetzt von dieser Brücke. Damit die Reise weitergehen kann, müssen wir den Grund der Schlucht erreichen. Svenja, das ist die bodenlose Schlucht. Der Name sagt schon, dass man den Grund nicht erreichen kann. Wir werden sterben. Milady Svenja, ihr wart auf die Zweifel der anderen vorbereitet, nicht wahr? Ja, Gunther, darauf war ich vorbereitet. Verzeiht, dass ich euch bis jetzt nicht die Wahrheit sagen konnte. Doch ihr werdet sicher auch springen, sobald ihr wisst, warum ich kämpfe. Wait. Svenja, was machst du da? Du kannst ihnen hier nicht alles sagen. Wenn du das tust, wird der Fluch... What? Welcher Fluch? Wovon spricht sie da? Well. Wenn ich euch hier alles erzähle und nicht erst unten, verschwinde ich aus dieser Welt. Doch wenn ich nur so alle zum Springen überreden kann, dann werde ich es tun. Xander, Ryoma, beendet, was ich einst begann, wenn ich nicht mehr hier bin. Ich verstehe deine Bitte, doch ich lehne sie ab. Auch ich lehne ab. Wie kannst du erwarten, dass wir so etwas zustimmen? Aber warum? Du Dummkopf, verstehst du denn nicht, was dir deine großen Brüder sagen wollen? Sie wollen, dass du ihnen befiehlst, von der Brücke zu springen, anstatt nett zu fragen... Wie bitte? Hör zu, Svenja. Du hast unser volles Vertrauen. Nun musst du uns vertrauen. Vertraue auf uns, dass wir deine Befehle befolgen. Genau. Hätten wir auch nur kurz gezweifelt, wären wir niemals hierher gekommen. Du bist unsere kleine Schwester. Wir würden dich jetzt nicht im Stich lassen. Svenja, wir sollten uns beeilen. Ich spüre etwas... Seltsames da unten. Understood. Verstanden. Let's go. Freunde, es ist an der Zeit. Springt in die Schlucht. Es ist der erste Schritt auf unserem Weg zum Frieden.
What? Was ist das, Scarlett? Ach, nur ein Brauch der Ritter von Schäf. Jedes Mal, wenn man ein wichtiges Ereignis erlebt, steckt man sich eine Blume an. Du bist etwas Besonderes, Svenja. Du bringst jeden dazu, dir zu folgen. Aber du bist nicht ganz so besonders wie Ryoma. Das tat weh. Wer in aller Welt war das? Ach komm, so langsam müsstest du doch eigentlich wissen, Mädel. Also das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Lassen wir sie kurz einen Moment weiterfallen, während ich rede. Also ich fand die Szene sehr schön, dass uns wirklich alle vertrauen. Generell, dass sich auch nicht mehr darum streiten, dass man einfach sagen kann, unsere großen Brüder. Und dass niemand meint, ist meine Schwester. Nein, meine Schwester. Also das fand ich schon sehr schön. Gut, dass Anankos jetzt plötzlich uns zum Tode verurteilt, während wir hier runterspringen. Also ich gehe davon aus, dass Anankos war. Das habe ich jetzt nicht kommen sehen, ehrlich gesagt. Ich hoffe mal, dass wir heil unten ankommen werden. Es ist nicht passiert, als ich das erste Mal in die Schlucht gesprungen bin. Svenja, pass auf! Scarlett? No. Nein, das darf nicht sein. Scarlett, antworte mir, Scarlett. Du darfst jetzt nicht sterben. Gib nicht auf. Ist sie gerade wirklich gestorben? Wenn ja, habe ich das nicht kommen sehen. Das habe ich auch nicht gewusst, dass das passiert. Oh, Scarlett, wie soll ich das nur Ryoma beibringen? Was zum Feinde? Man hat mich bereits entdeckt. Ryoma, Xander. Stay alert. Bleib auf der Hut. Hier sind überall Feinde. Da kommen noch mehr. Ihr habt es alle geschafft? Thank goodness. Es ist schön, dich wohl aufzusehen, Svenja. Schaut, dort drüben. Wer ist das? Ja, ich wusste es. Als ich den kleinen Sprite schon gesehen habe mit diesem blauen Haaren, da dachte ich mir schon, das ist garantiert die Magierin, die wir ganz am Anfang, als wir schon mal in Valar waren, gesehen haben, die uns da so ein bisschen bedroht hat. Und ich vermute immer noch, dass es Arett ist, weil sie einfach die gleiche Haarfarbe hat wie Azura und ja auch aus Valar kam. Deswegen, also das ist für mich das Naheliegendste, aber vielleicht, wenn sie in diesem Kapitel wirklich der Boss ist, wie es ausschaut, erfahren wir ja so ein kleines bisschen mehr über sie. Diese Magierin beschwört wohl all diese Feinde. Dann müssen wir uns zu ihr durchkämpfen und sie ausschalten. Okay, vielleicht kurz noch ein paar Worte zu dem, was passiert ist. Bei den Kinderquests hatte ich ja so gesehen storytechnisch nicht viel zu erzählen, aber hier würde ich natürlich ganz gerne so auf meine ersten Eindrücke eingehen. Also wie gesagt, ich finde es unglaublich schön, dass uns alle vertraut haben, weil ich meine auch, wenn man quasi sich gegenseitig vertraut, dann zu sagen, ja, spring in die nächstbeste Schlucht, das klingt schon ziemlich verrückt.
Deswegen fand ich das sehr schön, dass es alle wirklich bedingungslos gemacht haben und wie gesagt, diese Streitigkeiten um Kamui einfach gar nicht mehr Thema sind. Das ist einfach, wir sind quasi alles ihre Geschwister und fertig, egal ob Noah oder Hoshido. Das finde ich sehr schön, obwohl sie streng genommen alle nicht mit uns verwandt sind. Aber ja, fand ich auf jeden Fall sehr schön. Ich muss nur ganz ehrlich zugeben, als Gunther auftauchte, ich hatte vergessen, dass er existiert. Ich habe mich kurz etwas gewundert. Gut, die Stimme, als wir runtergesprungen sind, war vermutlich Anankos. Ich wüsste nicht, wer es sonst gewesen sein sollte, der uns da so ein bisschen verflucht hat. Habe ich nicht mit gerechnet. Ich dachte, wir kommen einfach alle sicher unten an. Was Scarlett betrifft, das habe ich zum einen nicht kommen sehen und zum anderen auch nicht gewusst. Das wurde mir nicht gespoilert. Ich fand das so ein bisschen traurig, weil sie hat sich diese Blume extra angesteckt und die ist dann quasi zerfallen und hat uns gerettet. Ich weiß nicht, ob sie jetzt wirklich tot ist oder ob sie vielleicht gleich doch nochmal auftaucht. Beziehungsweise ob man sie hätte retten können, eventuell. Ich finde es nur so interessant, wie sie so von Ryoma schwärmt, obwohl sie ein Avatar-Only-Charakter ist. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist wieder so ein Tod in Fates, den ich nicht ganz nachvollziehen kann. Scarlett hat zwar in Offenbarung mehr Screentime als in den anderen beiden Spielen. Nichtsdestotrotz hat man, wenn man sie nicht gerade geheiratet hat und naja, sie ist eben Avatar-Only, deswegen hat man quasi nur einen Charakter, mit dem man das machen könnte. Wenn man sie nicht gerade im Team hat und diesen einen Support quasi hat, dann hat man auch nicht wirklich eine Bindung zu ihr. Ich meine, ich mag sie, sie ist mein liebster Avatar-Only-Charakter, so vom ersten Eindruck her. Aber der Tod, ich weiß nicht. Es ist für mich unglaublich schwierig, wenn sie Charaktere sterben lassen, zu denen man gar keine Bindung hat. Stichwort Lilith, die dann plötzlich random ins Bild kommt und stirbt. Zum Beispiel, oder auch Isana. Und Scarlett ist leider ähnlich gewesen. Also, ich weiß nicht, wie viel Relevanz ihr Tod wirklich für die Story hat. Aber es ist definitiv schade, weil, wie gesagt, ich mochte sie. Und ich hoffe, dass sie vielleicht doch das Ganze irgendwie überstanden hat. Aber ich zweifle irgendwie dran. Gut, wir sind auf jeden Fall in Valhalla angekommen. Vermutlich auch alle ganz sicher. Ich finde es interessant, dass die, sag ich mal, sofort auf Scheibe sind, Ryoma und Xander. Die sind in einer vollkommen anderen Welt jetzt und sofort komplett da und bereit zum Kampf. Also das finde ich schon sehr schön. So, gucken wir doch mal. Boss besiegen, sprich ich kann mich einfach durchkloppen zu dieser Magierin. Ich nenne sie jetzt mal nicht Arett, weil ich weiß nicht, ob sie das ist, aber es ist einfach meine Vermutung. Und damals, als die Stelle im Let's Play kam, haben viele von euch diese Vermutung mit mir auch geteilt, also Leute, die es auch nicht wussten, genau wie ich. Tatsächlich, Revelation ist ziemlich spoilerfrei. Also die Leute halten sich da doch ziemlich gut zurück, was ich sehr schön finde. Ein Lob an euch an dieser Stelle. Deswegen, das wäre meine Vermutung, aber ich weiß es natürlich nicht. Ich weiß, dass die Valhalla-Maps immer so ein bisschen tricky sind, wenn ich an Noah denke, mit diesem Klonen, sag ich mal. Oder jetzt eben auch hier in Revelation, die Map mit der Finsternis. Deswegen, ich bin gespannt, wie die hier so wird. Was sind das hier für Dinger? Siegel. Ach so, damit kann ich mich teleportieren. Also, ja, doch irgendwo teleportieren. Alles klar. Ich meine, gut, ich komme auch nicht wirklich ansonsten rüber. Ich weiß nicht. Na, hier komme ich auch nicht rüber. Alles klar. Also, das Siegel hier führt nach da ganz oben. Das Siegel hier drunter führt hier rüber. Und das führt einfach nur darüber. Sprich, je weiter unten auf dieser Plattform die Siegel sind, desto kürzer ist der Weg. Versuche ich mir das mal so zu merken. Das führt da in die Mitte. Oh je, das führt darüber. Ich muss mal gucken. Ich glaube, ich werde echt einfach rechts und links erstmal anfangen. Ansonsten, hier sind dann wieder Brücken. Aber ich denke mal, hier muss ich mich auch wieder... ich kann es nicht aktivieren. Reinporten. Wie komme ich denn zu ihr rein? Ach, von da? Moment. Von dem Siegel aus? Nee, Moment, sie kommt... Nee, es geht nur in eine Richtung. Kann das sein? Weil ich wiederum... Bei mir sind die nicht aktiviert. Heißt das, sie könnte sich instant zu mir porten? Das ist ja nett. Ich hoffe, das wird sie nicht machen. Ich will ja auch alle Gegner mitnehmen. Aber gut, ansonsten müssen wir so ein bisschen mit diesen Teleportern arbeiten. Alles klar, gucken wir, was wir für Gegner haben. Ich werde mir auf jeden Fall auch Zeit nehmen. Ich kenne die Schlachten nicht, deswegen will ich auf jeden Fall auch alles mitnehmen. So, ist da eine Drachenader unter dem oder leuchtet der einfach nur so lustig? Ich weiß es nicht.
Uni-Häuptling Level 4 sind auf jeden Fall alle weiterentwickelt. Da sieht man schon einen sehr, sehr großen Unterschied zu den Kinderquests. Weil da waren so ein paar Charaktere vielleicht mal weiterentwickelt und hier sind irgendwie alle einfach entwickelt, was schon ein bisschen beängstigend ist. Wobei die gar nicht so viel Schaden machen. Die sind zwar weiterentwickelt, aber 27, 23, 28, oh, ich hasse Waffenmeister. Also es geht eigentlich. Selbst die Berserker machen nur 31 Schaden. Solange sie mich nicht wegcritten, geht das eigentlich. Erzmeister. Ist das irgendwie die Mönch-Entwicklungsklasse? Kann das sein? Nie gehabt. So, hier ist noch ein Meister-Ninja. Okay. Und hier drin haben wir noch ein paar Helden. Die sind aber auch nicht wirklich bedrohlich. Hast du einen Namen? Nein. Drei Fragezeichen, habe ich mir schon fast gedacht. Oh. Aber sie sieht halt echt so aus, als würde sie zu Azura gehören. So von der Haarfarbe her. Es würde passen, weil sie halt aus Valar kommt. Ich meine, andererseits, sie müsste tot sein. Aber ich weiß auch nicht, ob das, was hier vor mir steht, wirklich menschlich ist. Auf jeden Fall Stratege. Ja. Wobei da nimmt sie Farbe an, wenn man sich sie so anguckt. Ja, ganz schön freizügig, die junge Dame, aber sieht vor allen Dingen auch wie eine norische Klasse aus. Also Stratege ist eine norische Klasse, aber ist halt auch so dunkel gekleidet. Könnte passen. Ich weiß es nicht. So, ihr seht vielleicht, jetzt zufällig bei Mitama, dass ich meinen Charakteren besondere Waffen gegeben habe. Das war das andere, was ich vorbereitet habe. Und zwar habe ich Waffen geschmiedet. Bevor jetzt die ganzen Skeptiker aus ihren Löchern gekrochen kommen, oh mein Gott, wie kannst du nur? Ich habe es nicht unbedingt gemacht, um komplett OP zu sein, sondern weil ich es immer unglaublich schön finde, wenn Charaktere wirklich personalifizierte Waffen haben. So wie Siegfried Raijinto und so. Wie Owain schon immer gesagt hat, ist es irgendwie schön, der Waffe einen Namen zu geben, um einfach eine Bindung irgendwo zu haben. Und deswegen wollte ich das gerne auch machen, dass sie zumindest bei ihren Hauptwaffen, klar, manche Charaktere können ja mehrere Waffen tragen, Peri zum Beispiel, aber dass sie bei ihren Hauptwaffen eine Waffe mit Namen zumindest haben. Und ich wollte es lieber beim Norlet's Play machen, dass es Pokémon-Attacken sind. Deswegen habe ich Waffen geschmiedet. Das war verdammt teuer. Ich habe auch gefühlt kein Geld mehr. Ich habe jede Menge Waffen kaufen müssen. Ich habe jede Menge Edelsteine ausgeben müssen. Das war es mir aber auf jeden Fall wert. Ausnahme, klar, die schon ihre heiligen Waffen haben. Svenja, die hat ja ihr Yato auf jeden Fall. Die haben dann keine Waffen mehr bekommen. Veluria nicht, weil man Bestiensteine nicht schmieden kann. Und Forrest nicht, weil sein Waffenlevel als einziger einfach zu niedrig war, um was Vernünftiges zu schmieden. Also klar hätte ich das machen können, aber es hätte sich für mich nicht unbedingt gelohnt, weil er nun mal, viele andere sind halt mit einem gewissen Waffenlevel schon gestartet, aber da Forrest einfach keine Angriffswaffe in seiner ursprünglichen Klasse hatte, musste er nach der Entwicklung auf E anfangen und ist dementsprechend noch nicht so weit wie die anderen. Deswegen Ryoma, Xander, Takumi, Leo, Svenja, Veluria und Forrest sind die einzigen, die keine Waffe bekommen haben von mir. Aber zumindest Forrest kriegt irgendwann noch eine. Und keine Sorge, ich habe keine Silberwaffen genommen zum Schmieden, weil ich A, sowieso nicht so viele gehabt hätte. Und ich hätte die auch gar nicht kaufen können. B, weil ich nicht komplett OP rumlaufen wollte. Und C, weil dieser Negativeffekt, dass die Werte nach dem Angriff runtergehen, so ein bisschen doof ist. Ich habe Stahl. Ist Stahl das nächste? Bronze, Eisen, Stahl oder Bronze, Stahl, Eisen? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, Stahl ist das höchste vor Silber. Ich habe auf jeden Fall die Waffen genommen. Quasi meine geschmiedeten Waffen sind jetzt, je nachdem wie weit ich geschmiedet habe, minimal stärker oder ungefähr genauso stark wie Silberwaffen. Sprich, ich bin nicht absolut OP. Also ich bin nicht so viel stärker als vorher. Aber vielleicht treffen sie jetzt ein bisschen besser, das mag sein. Vielleicht sind sie ein bisschen stärker als vorher. Aber zumindest nicht komplett OP, weil ich nicht die stärksten Waffen zum Schmieden genommen habe. Und es ging mir einfach darum, dass jeder eine vernünftige Waffe hat mit einem schönen Namen. Deswegen habe ich das gemacht. Und ich habe immer geguckt, dass ich halbwegs passende Namen habe. Ja, nur dass ihr da Bescheid wisst. Finde ich auf jeden Fall wahnsinnig cool, dass jeder jetzt so eine passende Waffe hat mit Namen. Ich werde die euch jetzt nicht alle vorlesen. Das wäre, glaube ich, ein bisschen viel bei 30 Charakteren. Ich werde einfach gucken, dass ich in der heutigen Schlacht gewisse Charaktere mitnehme, in der nächsten Schlacht komplett andere Charaktere und so weiter, dass wir einmal alle durch haben. Und während die Charaktere kämpfen, kann ich euch die Waffen ja einfach vorstellen. Weil ich glaube, wenn ich euch jetzt wirklich 30 Waffennamen sage, könnt ihr euch die sowieso nicht merken. Deswegen, das machen wir einfach stückchenweise. Gut, die von Mitama habt ihr jetzt schon gesehen.
aber ist ja nicht weiter schlimm. So viel auf jeden Fall dazu, fand ich wie gesagt ganz cool und ich glaube komplett OP sind wir trotzdem nicht. Gut, dann muss ich mir jetzt überlegen, wen ich ganz gerne mitnehmen möchte. Und damit ihr auf dem unteren Bildschirm nicht die ganze Zeit die Waffennamen seht, während ich mir das überlege, mache ich einfach einen kurzen Schnitt und dann sehen wir uns gleich mit dem fertigen Team wieder. So, es kann losgehen. Normalerweise, klar, suche ich die Charaktere ja immer mit euch zusammen aus, außer bei den Kinderquests. Aber jetzt in dem Fall, wie gesagt, die kleine Ausnahme, weil ich einfach nicht möchte, dass ihr die ganzen Waffennamen schon lesen könnt. Und ich meine, so wichtig ist es ja auch nicht, dass ihr die Charakterauswahl seht. Mitgenommen habe ich, klar, Svenja. Ansonsten auf der linken Seite Beruka und auf der rechten Seite Oboro, einfach für ein bisschen Verteidigung. Dann an magischen Charakteren Ophelia und Sakura, auch einer links, einer rechts. Dann Shiro und Siegbert, auch wunderbar aufgeteilt, genau wie Kagero und Raya. Man erkennt, glaube ich, ein kleines Muster. Dann Mitama und Nina, auch jeweils aufgeteilt, zum einen wegen dem Bogen, zum anderen aber auch, weil Sakura als Heilerin eben schon rechts ist und Mitama als Heilerin dann links entlang geht. Und was Hinoka macht, habe ich keine Ahnung. Die steht da wunderschön in der Mitte. Und ja, das ist unser Team, mit dem wir heute auf jeden Fall antreten werden. Ich bin gespannt, ob das so klappen wird, weil ich habe ja auch ein paar Charaktere mitgenommen, die nicht gerade Xander, Ryoma und Co. sind, die also unendlich viel Schaden drücken. Aber ich denke, das geht schon irgendwie. Das kriegen wir hin. Das Siegel in der Mitte wird durch diese massive Statue geschützt. Ich spüre 8 Drachenadern. Die sind in den Festungen. Damit können wir die Statue zerstören. Seid vorsichtig. Wir müssen uns aufteilen, um jede Drachenader aktivieren zu können. Ah! Okay, ich verstehe. Sprich, die Statue bringt uns dann gegebenenfalls hierhin, könnte ich mir vorstellen. Ah, ich muss nur eben mal die Animationen und alles wieder einschalten. So, weil ich natürlich, als ich die Charaktere trainiert habe, Ophelia und so weiter, zumindest so auf Level 4, 5, dass die mitkämpfen können, klar habe ich ohne Animation gespielt. Sprich, tatsächlich, da sind Drachenadern drunter. Und die muss ich auch auf jeden Fall aktivieren, damit ich dann zu der Strategin komme, nennen wir sie mal weiterhin so. Na gut. Ich werde auf die Waffen, wie gesagt, eingehen, sobald wir mit den Charakteren kämpfen. Wenn ihr die jetzt schon seht, die Waffennamen, ist jetzt ja auch nicht weiter schlimm. So, da kommen wir auf jeden Fall rüber. Das ist nicht verkehrt. Dann nehme ich auf jeden Fall erstmal nur die unteren Segel, bevor ich hier irgendwo in der Mitte lande. Ich habe ja keinen Zeitdruck, das ist mir sonst einfach zu blöd. So, Oboro, du bist die Erste. Oboro hat die wunderschöne Kalkklinge, weil ich möchte, dass Oboro später das Wasserrad trägt, sprich die S-Rang, Lanzenwaffe, nenne ich es mal so. So, ich markiere euch jetzt erstmal hier so ein bisschen. Und ich habe lange überlegt, ich hatte auch ein bisschen freundliche Unterstützung beim Überlegen, weil gerade Lanze und so finde ich schwierig. Magie ist immer leicht zu benennen, weil die ja auch ein Element hat. Aber ich finde immer, wirklich Waffen zu benennen, Schwert und so, das ist schwierig. Das muss einfach irgendwie zum Charakter passen. Das kann nicht unbedingt immer so zur Waffe passen. Sonst müsste ich jede Lanze, jedes Schwert nach einer Stallattacke benennen. Und so viele Stallattacken gibt es, glaube ich, gar nicht. Schon gar nicht so viele, die schön klingen. Hier könnte ich den Oni-Häuptling anlocken, aber ich glaube, ich will jetzt erstmal mich hier nur positionieren. Deswegen, dachte ich über Oboro, weil sie eben auch blaue Haare hat und weil sie später das Wasserrad kriegen soll, dass sie jetzt erstmal die Kalkklinge hat. Ich meine, es ist kein Schwert, aber eine Lanze hat oben ja auch so eine kleine Klinge dran. Deswegen passt das schon irgendwie. So. Dann Siegbert. Du kommst auch hier rüber. Siegbert hat die Kreuzflamme als Waffe. Klingt im ersten Moment vielleicht ein bisschen seltsam, warum er eine Feuerwaffe hat. Das ist recht leicht zu erklären, weil ihr euch vielleicht herleiten könnt, welche Waffe Shiro hat. Und Shiros Waffe hat nicht ohne Grund diesen Namen und ich dachte mir einfach, Siegbert so als Gegenstück kriegt dann einfach die Kreuzflamme. Ist vielleicht nicht unendlich passend für ihn, klingt aber episch. So, Drya hat bei mir Mondschein als Dolch, weil ich dachte mir, er kann so viele Waffen tragen. Und Dolch ist eigentlich das, was er wirklich am häufigsten benutzt. Kann ich dich eigentlich? Na, nicht wirklich. Und deswegen dachte ich mir, er kriegt auf jeden Fall einen geschmiedeten Dolch. Und er musste unbedingt irgendwas haben, was regeneriert, weil er einfach so eine Schlafmütze ist.
Und da dachte ich mir, Mondschein klingt schon ziemlich cool. Klingt so ein bisschen düster, das passt zu seiner Haarfarbe. Und es regeneriert, wie gesagt. Das passt einfach zu seiner Trägheit wunderbar. So, Sakura hat bei mir Zauberschein als Waffe, weil ich einfach finde, das passt zu ihr. So eine Feenattacke, da gibt's nicht weiter was zu sagen, es passt einfach. So, und sehr viel mehr Platz ist hier gar nicht. Dann nehmen wir erstmal die andere Seite. Das war der hier, ne? Gut, Shiro, wie gesagt, hat das Gegenstück zu Siegbert. Hat bei mir den Kreuzdonner als Waffe. Weil ich meine, er bekommt später das Raijinto. Raijinto verschießt Blitze, ne? Man sieht so ein bisschen, wo das herkommt. Und wie gesagt, Siegbert hat einfach das Gegenstück bei mir bekommen, weil ich das unglaublich episch finde. Kagero hat die Nachtflut. Einfach, weil es episch klingt. Es passt zu einem Ninja. So. Beruk hat bei mir den Drachenstoß. Ich glaube, da muss man auch nicht viel zu sagen. Es passt einfach auch ziemlich perfekt zu einer Einheit auf einem Drachen. Dann Ophelia hat bei mir den Blizzard, weil ich ihr Fimbul Winter geschmiedet habe. Und Fimbul Winter, Eis. Da dachte ich mir, ich nehme einfach Blizzard. Das finde ich eigentlich ganz passend. Und ihr seht auch, manche Waffen sind vielleicht ein bisschen weiter geschmiedet als andere. Je nachdem, wie viele Ressourcen ich hatte. Deswegen, klar, manche haben jetzt ein bisschen mehr Angriff als andere. Aber finde ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so schlimm. So, Mitama, du kommst auch hinterher. Da haben wir ja gerade schon gesehen, hat den Morgengrauen. Weil auch sie ist eine Schlafmütze und ich finde einfach, eine Attacke, die regeneriert, passt da auch perfekt. Zum anderen ist sie eher so ein bisschen heller, deswegen Morgengrauen, ne? Passt auch ganz gut. Und da sie bei mir auch mit Dryer verkuppelt wird, fand ich das unglaublich passend, dass sie Morgengrauen als Waffe hat und er Mondschein. Also ich habe mir das gerne überlegt, ehrlich gesagt. So irgendwie so ein paar Kombinationen wie bei Siegbert und Shiro oder auch bei Mitama und Dryer. So, Nina, du sollst auch noch auf die andere Seite. Nina hat den epischen Himmelsfeger. War tatsächlich die erste Waffe, die ich geschmiedet habe. Klar, Pfeil assoziiere ich so ein bisschen mit Luft. Und naja, sie fegt die Gegner vom Feld. Deswegen Himmelsfeger. Und ich meine, sie fegt vor allen Dingen fliegende Einheiten vom Feld, vom Himmel. Himmelsfeger, ne? Passt eigentlich auch ganz gut. Gut. Wen schicke ich sonst noch wo lang? Ich glaube, Hinoka schicke ich. Aber Hinoka kann auch einfach rüberfliegen. Noch hier entlang. Hinoka hat den Zenitstürmer, weil ich einfach finde, naja, als fliegende Einheit, Zenitstürmer, kann ich mir ganz gut vorstellen. Hat nicht immer so die unglaublich tiefgründigen Erklärungen, warum ich die Waffen so genannt habe, aber fand ich einfach unglaublich passend. So, und Svenja? Ja, die Sache ist einfach, ich würde sie gerne hier lang schicken, aber da ist kein Platz mehr, deswegen muss sie jetzt einfach hier erstmal warten. So, beziehungsweise du kannst hier drauf warten. So, gut. Haben wir die Waffen zumindest einmal durchgeguckt? Wie gesagt, ich habe versucht, dass es halbwegs passt, dass ich irgendwie ein Element vielleicht finde, was irgendwie dazu passt, wie bei Oboro zum Beispiel oder bei Shiro, wo ich denke, ja, das kann ich mir schon ganz gut vorstellen, dass die eben genau diesen Typ Waffe haben. Und so ein paar Kombinationen, wie gesagt, wie Siegbert und Shiro, Mitama und Raya, Leslo und Soleil haben bei mir auch Kombinationswaffen. Also es hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht, hat aber auch verdammt lange gedauert, muss man dazu sagen. Also ich habe da schon sehr lange dran gesessen. So, das Problem ist, dass da der Berserker auch drankommt. Der Waffenmeister. Okay, maximal 28. Aber ich weiß nicht, du machst 31 mit deiner Stahlaxt. Ja gut, da kann ich Oboro auf jeden Fall reinstellen. 31, 31. Das sind 8 plus 15 Magie sind 23. Juckt mich auch nicht wirklich. Okay, also Oboro kann ich auf jeden Fall ohne Probleme vorschicken. Okay, dann vermöbel ich dich schon mal, dann habe ich ein Problem weniger. Und die ganzen Gegner können gerne auf mich zukommen. Ich meine, klar, ich habe auch noch meine Doppelnaginata, ich habe meine Meisterlanze. Also ich habe natürlich schon viele Waffen einfach behalten. Wächternaginata, Meisternaginata. Solche Waffen habe ich nicht geschmiedet, weil ich einfach nicht so viele gehabt hätte. Aber ich dachte, wie gesagt, so eine kleine Signature-Waffe für jeden finde ich ziemlich cool. Dass man die wirklich benennen kann. Und es passt, wie gesagt, zu jedem Charakter meiner Meinung nach. Deswegen finde ich das schon ganz schön. So. Du hast eine Stahllanze, aber du kommst da sowieso nicht in die Ecke. Perfekt. Nina. Ja,
Ja, der Meisterbogen macht jetzt nicht so viel Schaden. Hoffen wir mal, dass du triffst. Das wäre sehr schön. Ich meine, du kannst ihn nicht zwingend vom Himmel fegen, aber du kannst ihn von der Festung runterfegen, das ist genauso gut. So. Wie gesagt, es meckern sowieso immer Leute, wenn man schmiedet. Ich habe so das Gefühl, das ist so ein Tabuthema in Fates teilweise. Weil Leute immer meinen, man macht es sich damit so unendlich einfach. Aber ich habe ja, wie gesagt, bewusst nicht extrem viel gelevelt. Ihr seht, Nina hat auch nur Level 5. Die ist kaum höher als die Gegner hier. Glorreiche 7. Ich nehme auch nicht nur meine stärksten Charaktere mit. Da kommt der Stahllanzentypi dran. Und ich habe ja bewusst auch nicht die stärksten Waffen geschmiedet. Ich habe ja, gut, Nina zum Beispiel ist auf plus 4. Hat also schon eine extrem starke Waffe, wie man sieht. Aber so wie Sakura, die ist nur auf plus 1. Also die kommt jetzt auch nicht auf so extrem viel Angriff. Deswegen braucht man sich da, glaube ich, keine Sorgen machen. Die Sache ist, ich komme auch nicht sonderlich gut an den Erzmeister dran, ohne mich in die Reichweite von dem Berserker zu stellen. Deswegen warte ich hier jetzt erstmal. So. Also ich bin da sehr glücklich mit. Ihr könnt mir ja gerne mal eure Meinung dazu schreiben. Ob ihr sowas vielleicht auch macht. Ob ihr auch gerne Waffen schmiedet und benennt. Und welchen Nutzen das für euch hat. Und wie ihr die Namen findet, würde mich auch mal interessieren. Ich meine, letztendlich ist es Geschmackssache. Ich werde jetzt nicht heulend in der Ecke liegen, wenn euch meine Namen nicht gefallen. Aber würde mich trotzdem interessieren. So, da haben wir einen Händler und einen Uni-Häuptling. Alles klar. Mitama, du würdest zum Beispiel drankommen. Oh, das sieht wunderbar aus. Oh, ich liebe das, wenn sie so viel Schaden machen. Vor allen Dingen auch so meine kleinen Babys, meine kleinen Kinder. Also gut, sie sind nicht alle so klein. Ich glaube schon, dass Siegbert und Shiro schon ein gewisses Alter haben. Aber es ist so der Nachwuchs, auch in Sachen Kampfkraft, sag ich mal. Und deswegen ist es unglaublich schön zu sehen, wenn die auch wirklich Schaden drücken können. Oh, das gefällt mir. Das gefällt mir richtig gut. 59% Trefferwahrscheinlichkeit. Na, ich nehme den Blizzard. Wie sieht ein Fimbulwinter eigentlich im Kampf aus? Ja, sieht nach Blizzard aus. Passt. Gut. Also solche Attacken waren echt einfach zu finden. So Ophelia oder auch Beruka, aber so teilweise war es echt knifflig. So, wer kommt denn da? Meine Güte. Die Hauptversammlung der gegnerischen Einheiten. So, da würde ein Bogen... Na, halber Bogenschütze drankommen. Und der Speermeister. Wie viel Schaden macht ihr? 30? Und... das ist ein bisschen mehr. Ja gut, also um die 30 Schaden würde beide machen. Na, das tut auch Shiro so ein bisschen weh. Okay. Dann aktiviere ich erstmal die Drachenader hier. Was steht da? Beschädigt Statue, offenbart Siegel. Tut mir leid, liebe Statue. Du musst scheinbar dran glauben. Sieht man da jetzt irgendwas? Ja. Eine Drachenader ist aktiviert. Dann bleiben noch 7. Gut. Es ist interessant auf jeden Fall, dass wir die Drachenader kaputt machen müssen. Ich weiß nur nicht, kommen wir hier vorbei? Ich glaube, wir müssen hier links vorbei. Ich glaube, hier rechts kann sich Shiro nicht durchquetschen. Na gut. Aber ich habe jetzt so viel über die Waffen geredet. Das tut mir leid. Jetzt so gerade, die Hauptgeschichte geht weiter und wir hätten so viel über das wir reden können und ich rede nur über meine Waffen. Aber ich bin da ein bisschen stolz drauf, weil ich habe echt viele Stunden daran gesessen, die zu machen. Und ich bin da einfach unglaublich glücklich mit, dass jeder so eine passende Waffe jetzt hat. Da musste ich das jetzt mal ausführlich erwähnen. Ja gut, zur Schlacht selber, wie gesagt, ich mag das Prinzip, dass wir eigentlich nur den Boss umnieten müssen. Das ist noch nicht mal eine Crit-Wahrscheinlichkeit. Dafür aber wir. Nee, dass wir prinzipiell nur den Boss umnieten müssten. Ich weiß auch nicht, vielleicht kommt auch jede Menge Verstärkung, dass sie immer wieder neue Gegner beschwört und wir uns schon so ein bisschen beeilen müssen, keine Ahnung. Aber wie gesagt, dass wir nur den Boss besiegen müssen, aber vorher müssen wir die Statue kaputt machen und die 8 Drachenadern aktivieren. Dementsprechend einfach so zum Boss durchstürmen können wir auch nicht. Also das finde ich vom Prinzip her sehr interessant. Das gefällt mir auf jeden Fall. So, ihr bleibt alle schön da oben. Okay. Sakura würde drankommen. Aber Sakura ist da nicht so bewandert. Gut, Svenja kommt nicht dran. Na, Siegbert kommt auch nur bis hier. Wie viel Schaden machst du mit der Stahllanze? 28? 8 Schaden.
Das ist schon ein bisschen was, aber ich glaube, damit kann ich leben. Ich kratze dich schon mal so ein bisschen an. Dann kann Siegbert auch die Drachenader aktivieren. Und die Map selbst gefällt mir auch sehr gut. Also generell die erste Valar-Map, die wir jetzt in Revelation hatten, die fand ich jetzt nicht gerade wunderschön. Die war einfach in Dunkelheit gehüllt, aber die war thematisch sehr interessant. Da kommt der Buzzerer dran. Ja gut. Kann ich auch mitleben. Stelle ich mich mal hier so hin. Oboro muss hier so ein bisschen auskundschaften. Aber finde ich auch gar nicht so verkehrt. So, Sakura. Und ihr rückt weiter auf. Wie gesagt, die fand ich jetzt vom Prinzip her sehr schön, die wir ganz am Anfang hatten, in einem der ersten Kapitel. War das sogar Kapitel 6? 7? Ich weiß es nicht mehr, schon so lange her. Aber die war natürlich jetzt nicht gerade wunderschön. So, der Bogenschütze kommt natürlich bis da. Das darf ich nicht vergessen. Du bist eh nur ein Onmyoji, das finde ich nicht so schlimm. Oh ja, Mitama macht so guten Schaden. Ich meine, gut, sie ist auch im Vorteil gegen die ganzen Lanzenträger. Aber trotzdem, ist echt schön zu sehen. Generell finde ich, dass Mitama sich ziemlich gut schlägt. Also für mich so aktuell eins der stärksten Kinder, was wir haben. So. Ich glaube, ich gehe mal so ein kleines bisschen zurück, dass Mitama wirklich den... Ja, oder Hinoka, die lacht da eh drüber. Den Onmyoji abfangen kann. Und ansonsten... Wie viel Angriff hast du? Da, okay, Kagero kann ich auch hier nebenstellen. Kannst du die aussuchen, die können beide kontern. Ophelia lacht da auch drüber, die kann ich auch reinstellen. Und Shiro prinzipiell hat da auch kein Problem mit, aber der kann mal hier warten. So. Aber ich muss sagen, ach ja, du kannst ja auch aus nächster Nähe angreifen. Da hatte ich ein bisschen das Fire Emblem Heroes Prinzip im Kopf. Da können Magier nämlich nur auf Distanz angreifen. Da war ja was. Naja, ist ja nicht schlimm. Wir bekommen ja keinen Schaden. Wir können ihn auch gleich rausnehmen. Ich finde diese ganzen Valar-Maps, die auch wirklich draußen spielen, nicht in so einer mickrigen Höhle, wesentlich schöner. Also ich mochte die Map, die wir in Noor hatten, sehr gerne. Auch vom Prinzip her. Also ich finde generell, die Valar-Maps haben immer sehr interessante Gimmicks. Sei es jetzt Dunkelheit oder klonende Einheiten oder geklonte Einheiten oder eben hier mit den Drachenadern. Also das finde ich immer sehr schön. So, jetzt kannst du auch deine richtige Waffe mal nehmen. Wobei, die ist dann im Nachteil. Ach komm, nehmen wir die Lanze. Ist auch okay. Wäre cool, wenn er wirklich so ein brennendes Schwert hätte, aber ich glaube, das gibt es hier nicht. Aber ja, das Prinzip gefällt mir mal ganz gut in Valar. Da bin ich auch gespannt. Wir werden uns ja mit Sicherheit jetzt länger hier aufhalten. Ob die anderen Valar-Maps auch genauso interessant sind, würde ich mir wünschen. Aber müssen wir einfach mal gucken, wie das so wird. Und ja, ich heile für 1 KP. Dieser eine Kraftpunkt kann entscheidend sein. So, ihr bleibt alle schön da oben. Alles klar. Die Sache ist, kann ich dich eigentlich... Oh ja, dich kann ich auf jeden Fall rausnehmen. Dann Oboro, geh mal bitte ein kleines Stückchen zurück. Und lass das Madrya erledigen. Der hat da auch nicht so die größten Probleme mit. Finde ich gut. Also Dryer ist auch eine echt gute Einheit. Ich weiß nicht, wie er in anderen Klassen wäre, aber als Dunkel-Krieger, glaube ich, heißt es, finde ich ihn super. Also er gibt einen echt guten Ninja ab. So einen halben zumindest. Er ist ja nicht nur Ninja. War Level 7 quasi umgerechnet. Das passt. So, und ansonsten mogeln wir uns hier einfach mal an dem General so ein bisschen vorbei. Siegbert kann noch die Drachenader aktivieren. Was macht Nina da eigentlich? Boah, Nina würde schon mal ein bisschen Schaden machen, aber du kannst erstmal hier bleiben. Ja, Valar-Maps, das wollte ich ja eigentlich ansprechen. Shiro, du würdest drankommen. Perfekt. Super, nimm ich. Wie gesagt, ich finde die optisch immer sehr schön auch. Die ganzen Gimmicks finde ich super, weil es die Schlachten einfach interessant macht. Und weil ich mal das Gefühl habe, dass Valar dann schon so ein bisschen außergewöhnlich ist von den Schlachten her. Wie gesagt, ich hoffe, das bleibt auch so. Oh, 26. Ja, ist okay. Pack mal Kagero dahin. So, die Drachenader hatten wir ja schon. Alles klar. Und ich finde, die Maps sehen auch immer sehr cool aus. Ich mag dieses so ein bisschen seltsam angehauchte, sag ich mal.
mit diesen schwebenden Felsen und den, ja, okay, und diesen doch sehr besonderen Gegnern ganz gerne. Und generell, es ist alles so naturbelassen irgendwie. Hier wächst alles kreuz und quer, hier ist alles so ein bisschen kaputt. Wir haben schwebende Felsen. Also, das gefällt mir richtig gut, ehrlich gesagt. Also, das finde ich sehr interessant, so vom Aufbau her. Also, ich bin ein großer Fan der Valar-Maps auf jeden Fall. Könnt ihr mir gerne mal eure Meinung zu schreiben von den drei, die wir bislang hatten. Das ist die eine Map in Noah, die am Anfang hier, in Kapitel 6 oder so. Und jetzt, also, ich muss sagen, die gefallen mir alle ganz gut. Wobei ich glaube, die hier am liebsten mag. Die mit der Dunkelheit finde ich ein bisschen fies und halt nicht so ansehnlich, sag ich mal. Die mit dem Klon finde ich ein bisschen gemein, ehrlich gesagt. Dass man quasi, wenn man oben ist und Schaden nimmt, unten auch Schaden nimmt. Und die hier gefällt mir echt gut. Die ist so ein bisschen zerbröckelt. Man kann sich so ein bisschen aufteilen, was ich ja eigentlich eher selten mache. Aber hier muss ich es tun. Man muss mich manchmal zu meinem Glück zwingen. Deswegen, dass ich mich aufteile, kommt ja eigentlich eher selten vor. Finde ich gut, dass wir es hier wirklich mal machen müssen. Und dass wir die Drachenadern abklappern müssen. Also, das gefällt mir schon sehr gut. Deswegen freue ich mich, wie die Schlacht weiter verlaufen wird. Und ja, ich würde sagen, das war's für heute mit Let's Play Fire Emblem Fates. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.